Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin offiziell der dümmste Typ, den es gibt, weil ich habe es geschafft, ein Jahr lang oder viel länger schon, aber dieses Jahr unfallfrei, ohne Macken, ohne Blessuren durch die Saison auf der Rennstrecke zu fahren. Und dann habe ich es geschafft, im Winter, genau, wenn das Auto eigentlich in die Halle gehört, meinen Splitter kaputt zu machen, meinen Undertrack kaputt zu machen, ich glaube meine Radtauschschale, vielleicht meine Frontstoßstange, vielleicht meine Kühler, weiß ich alles noch nicht. Ich habe schon ein bisschen hingefuscht wieder, weil ich musste mit dem Auto noch gerade was machen, deswegen musste ich zumindest den Fahrbereit kriegen, deswegen habe ich das Undertrack, das war so richtig unten gebogen, hat auf den Boden geschliffen, das habe ich dann mit so einem Holzstab wieder hochgebrochen. Meine Radtauschschale hängt auf 7:30, die hatte ich da so provisorisch reingedrückt. Wie habe ich es überhaupt geschafft? Also ich habe es so geschafft, ich wollte ruckzuck wieder auf dem Hänger fahren. Ich fahre immer relativ schnell auf dem Hänger, weil ich verlade das Auto ja oft, also keine Ahnung, weiß nicht, 40, 50 Mal im Jahr bestimmt, also oft halt auf jeden Fall. Und ich fahre immer so mit 5 bis 10 km/h halt auf den Hänger drauf, zack, bin ich drauf, fertig. Ich kann auch ultra schnell aufladen, alles gut. Zum ersten Mal in der Geschichte des M3s, und ich habe den wirklich schon oft aufgeladen, nicht nur in diesem Jahr, sondern ich habe den ja schon ein paar Jahre, hat es nicht gepasst mit dem Schwert vorne. Ich stand mit dem Hänger so blöd, ich zeige euch das gleich, in so einer Kuhle drin, dass das Schwert quasi nicht auf den Hänger gefahren ist. Das schleifte immer minimal auf der Holzplatte. Aber das war ja nicht schlimm, das drückt sich ja dann ein Stück hoch, alles gut. Aber jetzt war es so, das Schwert kam gar nicht erst auf die Holzplatte, es ist am Anhänger hängen geblieben. Alter, und das hat so laut geknallt, ich dachte mir so, jetzt ist alles im Arsch. Dann gucke ich so, dachte ich, okay, geil, ist gar nicht so schlimm. Ja, dann beim genauen Betrachten dann doch, ich muss jetzt mal gleich die Front abbauen. Ich gucke mir mal gleich an, was ist noch kaputt, weil wie gesagt, die Kühler sitzen ja alle dahinter. Und es hat sich, also ich hatte mindestens 5 km/h und maximal würde ich sagen 10. Weil das Ding ist, bei meinen Trailerrampen, die sind so hoch und da fahre ich immer so ein bisschen mit Schwung drauf, damit das so da raufrollt. Wisst ihr, wie ich meine? Ohne, dass man da so poltert. Naja, kann man schwer erklären. Jedenfalls fahre ich immer recht schnell drauf. Alle, die mich kennen, wissen das. Wir gucken uns das gleich mal an. Wir bauen mal auseinander die Kiste und schauen mal, was ist denn wirklich kaputt. Schwert wird reparabel sein. Ob es sich lohnt, ist halt die Frage. Wir gucken uns das gleich mal an. Ist so aufgerissen unten. Oben halt drauf verkratzt. Aber könnte man klarlacken und dann wieder kleben. Aber ob sich das halt lohnt bei diesen China-Schwertern, ist halt die andere Sache. Ne? Wir werden mal schauen. Ich zeige euch mal das Szenario. Es ist sehr windig. Beachtet das. Aber wir gucken. Leute, es ist absoluter Sturm. Ich zeige euch das ganz kurz draußen und dann springen wir in die Halle rein, weil man nichts verstehen kann. Ich will euch aber wenigstens gerade das Szenario zeigen. Zur Not mache ich ein Overlay drüber hier. Over-Speech-Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Ihr seht, wenn man da hochfährt, das ist nicht wirklich viel Platz. Und da setzt der auch immer auf. Ne? Da hast du also immer, dass er da drüber kratzt. Aber nur ganz leicht. Ja, und jetzt war es eben so, dass das hier nicht hier drauf gegangen ist, sondern hier drunter. Ich habe mich mal gerade umgezogen hier. Jetzt gibt es einen schönen kleinen Mittagssnack von Wildfood, schönes Schoko-Vegan. Kleine Empfehlung für euch, gerade in der Weihnachtszeit, man haut sich zu viel Scheiße rein. Wenn ihr Bock habt auf Schokolade, dann probiert mal zu verzichten und haut euch mal einfach sowas hier rein. Ihr müsst ja auch kein Ganzes trinken, es reicht ja auch mal ein paar Schlückchen, ja. Ich mache das mittlerweile extrem viel, weil ich mir so denke, Scheiße, überall steht Schokolade, ich habe ultra Bock auf Schokolade. Aber es geht am Ende ja nur um den Geschmack im Mund und einen geilen schokoladigen Geschmack kriegt ihr auch. Ihr werdet noch ein bisschen satt, habt danach keinen Heißhunger oder irgendwas und habt noch ein paar Proteine und Mineralien drin. Deswegen checkt das gerne mal ab. Es gibt auch noch andere Sorgen, falls ihr Vanille feiert oder sonst was. Aber Weihnachtszeit, ihr kennt das, Schokolade ist halt meist so dieses Ding. Deswegen gerne mal unten reingucken. Produkt ist verlinkt, Rabattcode ist unten. Und so werden wir gemeinsam etwas gesünder ins neue Jahr starten. Kleine Dinge machen's. So, was ich beachtlich finde ist, das Auto ist noch nass und man sieht fast keinen Schaden. Sieht aus wie neu. Einfach, weil es irgendwie gerade nass war. Aber wenn ihr mal genauer hinguckt, ey, man sieht es echt verdammt nochmal nicht. Ist halt noch so feucht. Ne? Du kriegst es auch nicht trocken. Ich habe schon abgewischt mit dem Lappen. Ich probiere es mal gerade ein bisschen zu belichten. Ah, naja, da kommt es so ein bisschen. Hey, das, du siehst es nicht? Leck mich fett. Krass, okay. Du siehst es nicht. Es ist überall gesplittert. Also, du siehst es echt nicht. Oder sieht man es so ein bisschen, Leute? Schreibt mal rein. Seht ihr es? Ah ja, da sieht man schon, ne? So, hier sieht man auch, ah ja, ach krass, wie weit das noch hinten ist. Seht ihr das? Das liegt eigentlich an und das ist eigentlich gerade. Okay, ja, hier oben der Kühler hat auf jeden Fall auch Druck gekriegt hier dran, das sieht man. Der scheint aber noch an Ort und Stelle zu sitzen, der vorne der Kühler, aber ja, hier hat er natürlich ordentlich, also das Ding. Hä, aber dann ist die Stoßstange jetzt ja gerade, wenn das immer noch so ist, müsste die ja Vollgas runtergedrückt sein, ich weiß es nicht. Ja, hier ist auch lose. Okay, also das Undertrail ist auf jeden Fall kaputt. Das war, wie gesagt,
eigentlich, ihr seht ja, dass das hier, diese Lichtung, da war vorher kein Spalt, die war da oben drin. Das heißt, das war hier eigentlich so hochgedrückt. Gut, das baue ich mal ab. Ich baue jetzt mal die Stoßstange ab und dann gucken wir mal. Ah, hier vorne, ja gut, das ist halt auch von der Saison, ne? Das ist nicht von dem Zwischenfall. So, hier seht ihr, die ist auf jeden Fall mal abgerissen. Allerdings, interessanterweise, scheint es so, als waren keine Schrauben hier in dem Ölkühler drin. Ja, eigentlich ist es hier und da festgeschraubt, da und da. Und dann hier und hier. Da ist nichts rausgerissen. Da ist keine Reste hier. Hier ist nichts aufgerissen. Das bedeutet also, das Ganze war echt nur hier an diesem... Seht ihr den Pimmel? Sieht man den? An dem Pimmel hier fest. Und der ist scheinbar tatsächlich einfach nur dann ja, abgerissen. Das kann ich aber... Das kriege ich irgendwie wieder gefixt, dieses Ding, dass das wieder hält. Also das scheint echt nicht so schlimm zu sein. Ich hatte ein bisschen mehr Pain, weil ich dachte, dass die Schrauben drin wären in den Ölkühler, in den DKG-Kühler. Das ist, glaube ich, der DKG-Kühler. Ja, das ist der DKG-Kühler da vorne. Ja, ich dachte mir also, die sind aus dem Kühler rausgerissen und das ist halt immer kacke. Wobei auch hier, der hat so dicke Anschraubpunkte. Ich schätze mal, da wäre eher die Pappe kaputt gegangen. Das ist schon mal gut jetzt, das ist schon mal richtig gut. Ich lasse mal gerade ein bisschen weiter hoch und dann schrauben wir mal jetzt die Front ab. Hört ihr übrigens den Sturm draußen? Es ist so am Winden, das ist so krass. Ja, ich nehme erstmal die Front ab und dann gucken wir. Ja, hier kann man auf jeden Fall gut die Welle sehen. Alter, richtig verbogen, ne? Ja, vor allem hier nach hier hin. Ey, ich habe ja zuletzt immer am VW-Bus rumgebastelt. VW-Schrauben ist ja die letzte Scheiße. Dagegen ist das hier ja Gold. Das macht ja richtig Spaß. Das ist ja richtig geil. Aber beim, also VW, ne, absoluter Müll. Naja, zum Glück müssen wir an dem Bus hoffentlich nicht mehr so viel machen. Wobei, es ist ein VW-Bus, da muss man immer was drauf machen. Ja, und ich glaube, ich habe es jetzt hier. Eigentlich sollte es jetzt losgehen. Eigentlich. Tada! Ab, das Ding. So, da sieht man auch noch mal ganz gut diesen deformierten Bruder hier. Also das Ding, das brauche ich auch nicht mehr richten, glaube ich. Das ist ja so verbogen in alle Richtungen. Das kann ich mir, glaube ich, schenken, dass ich das noch mal richte. Also da kommt, glaube ich, einfach ein neues dran. Und Abfahrt. Hier sieht man jetzt aber übrigens auch die Kratzer, von denen ich eben sprach. Glaube ich, dass man sie jetzt langsam sieht. Es trocknet jetzt langsam ein bisschen ab, aber gut, sieht man sie immer noch nicht. Hier, so sah das überall aus. So, so sah das hier komplett, da komplett bis hoch und so. Also, ja, es sieht jetzt echt gar nicht so wild aus, jetzt wenn man es so gerade sieht, aber es ist eigentlich auf jeden Fall komplett so weiß verkratzt gewesen. Aber hier, ihr seht, wenn ich das jetzt nass mache wieder, zack, dann sieht das auch nicht mehr so wild aus. Ja, und irgendwie trocknet es hier halt in der Halle alles nicht so richtig. Genau, also hier vorne ist jetzt erstmal dieses Gitter. Okay, also das... Alter, hier bin ich eigentlich guter Dinge, dass da nichts mit ist. Also ich kann es jetzt gerade auch gar nicht überprüfen. Ist das normal, dass das so schief ist hier? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also das hier denke ich, obwohl... Ah, das ist auch schon ganz schön gebogen, ne? Ich denke, das kriegt man da wieder rein. Das kriegst du da wieder rein, das probiere ich auf jeden Fall gleich. Ja, und hier, die Kühler da hinten, die sitzen alle weit genug weg. Und der hier, der ist, da ist nichts mit. Ich glaube, da habe ich echt nochmal richtig Schwein gehabt. Richtig Glück habe ich da gehabt. Ich heb das mal hoch und guck mal von unten drunter. So sieht das hier aus. Hier überall Lenkung. Und ja, das Ding hier, jetzt muss man mal gucken. Ja, das ist, sieht schon irgendwie wohl. Das wäre ja, wenn nach hinten gedrückt, ne? Und nicht nach vorne. Also, ja, ich bin da guter Dinge, da ist nichts. Das ist alles, das hat, ist alles verschont geblieben. Das Ding hier ist auch noch heile, das ist auch wichtig, dass das heile ist. Okay, hier ist die Schraube ein bisschen locker, die ziehen wir ein bisschen an wieder. Ich würde sagen, da habe ich mal richtig Schwein gehabt. Also was ist jetzt letztendlich kaputt? So wie es aussieht, dieses Gitter hier, weil ich habe es nicht reingekriegt, ich habe es gerade eben probiert, es ist total deformiert. Vielleicht aber auch, weil es so kalt ist, vielleicht muss man es mal ein bisschen warm machen und zu zweit irgendwie reindrücken. Alleine ging es jetzt gerade auf jeden Fall nicht rein. Ansonsten, ja, dieses Undertray hier, das ist natürlich komplett verbogen, das Schrott. Ob die Stoßstange jetzt final einen weg hat, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil wenn, wäre sie da drunter irgendwie gesplittert. Aber das wird man jetzt halt nicht sehen wegen der Folie. Deswegen, da mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf, die lasse ich erstmal wie sie ist. Ja, und halt das GT4-Schwert, ne? Da muss ich gucken, ob ich das einfach lackiere und klebe oder ob ich sage, hey, einfach mal ein neues, weil wenn das jetzt vielleicht da an der Seite nur aufgerissen ist, ist es ja nur so ein Stück aufgerissen an der Seite,
aber in Wirklichkeit im Ganzen einen weggekriegt hat oder mitten in der Saison irgendwann mal so runterklappt, dann habe ich da natürlich auch nicht viel gewonnen. Deswegen macht es da wahrscheinlich eher Sinn, komplett ein neues zu nehmen, dass man da Ruhe hat. Weil gerade solche Sachen, die macht man halt auch nicht mal eben so an der Rennstrecke wieder fertig, wenn dieses Schwert da unten kaputt ist. Ja, glaube ich mal. Ich werde mal sehen. Auch geil, diese Schläuche hier, das ist ja einfach ein jährliches Verschleißmittel, ne? Wenn du dir das anguckst. Wobei der war noch okay. Dieser hier, der war komplette Katastrophe. Also da ist halt auch keine Luft mehr durchgegangen. Das fällt dann innen zusammen, so hängt der da. Das ist halt richtig Murks, ne? Das musst du eigentlich einmal in der Saison auf jeden Fall mindestens ersetzen. Eher so zwei, dreimal. Ja, wie ich das hier heile mache, das ist auch easy, ne? Da mache ich irgendwie, klebe ich vielleicht einfach mit zwei Komponentenkleber irgendwas drüber und Abfahrt. Was man jetzt hier sieht, ich weiß nicht, ob das Risse sind, ist das da genauso? Ne, da ist das nicht. Ah, das könnte eingerissen sein vielleicht. Weiß ich nicht, weil hier ist es komischerweise nicht. Ah, hier sind andere. Ah ja. Ja, kann sein, dass es eingerissen ist, aber sehe ich jetzt nicht mal so schlimm an. Ja, ansonsten kann ich euch mal noch sagen, was diesen Winter noch geplant ist. Eine Sache, die ich diesen Winter auf jeden Fall euch zuliebe angehen werde, sind LCI-Rückleuchten. Ich weiß, ich wollte schon letzten Winter machen, aber diesen Winter LCI-Rückleuchten. Ja, und was auf jeden Fall gemacht werden muss, was so nicht mehr geht, ist das hier. Peinlich, also ist echt peinlich. Das muss man machen. Es kommt alles neu. Es kommt ein neuer Spoiler drauf, es kommt eine neue Heckklappe drauf. Die Heckklappe kann ich euch schon zeigen, die liegt oben, gehen wir gleich mal hoch. Als Spoiler dachte ich mir, dass ich den GT4 Spoiler vom M4 nehme, also den Norman auch hat, weil der einfach vom Profil her viel geiler aussieht. Das ist ja irgendwie so ein gerades Brett. Schön ist es nicht, aber ja, es erfüllt wohl vielleicht seinen Zweck, aber das andere ist trotzdem nochmal viel, viel geiler. Er hat schönes Profil drin, ist ein Ticken nochmal breiter. Steht dem Auto, denke ich, auch ein bisschen breiter noch. Und dann werde ich wahrscheinlich nur die Füße übernehmen. Da bin ich mir aber nicht mal sicher, ob ich die noch mit übernehme. Ansonsten, Heckklappe kommt eine hin, ohne diesen Gurney, heißt das so? Gurney Flap hier? Keine Ahnung. Wenn man jetzt so guckt, ich finde es geiler, wenn das gerade geht. Und, warum das so ist, weiß ich nicht. Alle Rennwagen haben das gerade. Keiner hat da so ein Gurney drauf, zumindest die BMWs. Wenn man sich mal BMW M6, GT3, Z4, GT3 und so anguckt. Alle hatten das gerade. Ich bin kein Aerodynamiker, aber vielleicht hat es einen Grund. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal gerade die Heckklappe an. Hier ist sie, das gute Stück. Aus Carbon. Sieht jetzt vielleicht gar nicht so aus, aber das ist schon, da ist irgendwas schon drauf. Weiß gar nicht, wie es heißt. Hier dieses graue Zeug, ihr seht, das ist da so drauf gespritzt. Diese Heckklappe hat einen riesengroßen Vorteil im Vergleich zu vielen anderen. Erstmal bestellt habe ich die bei 55 Parts, schon letztes Jahr, die liegt schon ein Jahr hier bei mir oben auf dem Dachboden. Aber ich wollte das eben erst verbauen mit dem neuen Flügel. Winterzeit ist Umbauzeit, deswegen gibt es das erst jetzt. Diese Heckklappe hier, ihr seht das hier, die hat hier so eingearbeitete Versteifungselemente komplett. Die ist extrem, extrem steif, was das angeht. Ja, und genau an den Punkten, wo der Flügel hinkommt, hat die schon eben diese besagten Versteifungsbleche hier. Weil das Problem ist ja immer, du machst es hier drauf und das wabbelt im Ganzen. Aber dadurch, dass das hier eben eingearbeitet ist, das ist so stabil, das Ding. Also echt richtig, richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie viel ich da noch unterstützen muss, dass das am Ende stabil ist. Aber ich glaube, das wird schon ganz gut so sein. Da bin ich ganz guter Dinge. Das ist jedenfalls tausendmal besser als meine aktuelle Heckklappe. Also gar kein Vergleich. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt. Anpassungsarbeiten, also die Gewindeeinsätze sind schon drin. Für die Scharniere, ja, und dann Schloss umbauen, aber auch da ist hier schon das Loch, sieht man schon, wo das ungefähr hin muss. Dann hier müssen die originalen Distanzhalter hin. Da oben kommen dann die Rückleuchten rein. Schloss, Kennzeichenbeleuchtung, Kennzeichenhalter. Ja, das ist easy, ne? BMW da dran, Abfahrt. Ja, was natürlich nicht fehlen darf, ist so eine kleine Abrisskante hier, die wird drauf kommen, also ganz so lassen würde ich es nicht, sondern so eine kleine Abrisskante. Aber da muss ich mal gucken, welche ich da nehme. Erstmal jetzt anpassen, draufbauen. Lackieren werde ich es nicht, weil es muss eh foliert werden. Das ist für mich dann Quatsch, das jetzt zu lackieren. Das wäre einfach nur rausgeschmissenes Geld und auch mehr Gewicht, ne, was man wieder drauf bringt. Deswegen erstmal so lassen. Alleine wie dick das jetzt schon ist, das Carbon oben. Hier war so, als das nicht foliert war, konntest du von unten, wenn die Sonne von oben reingeschienen hat, übelst durchgucken. Also das wird auf jeden Fall schon mal im Vergleich zu dem hier, da seht ihr dieses Wackeln, ne? Das ist halt, weil das nicht mit der Rückseite verbunden ist. Das geht also nur hier rüber.
Ja, und das ist jetzt ja da quasi nach unten hin verbunden. Das heißt, das wird komplett weg sein. Das wird viel, viel besser sein. Das ist schon mal gut, da freue ich mich schon mal drauf. Ansonsten werde ich in ein paar Wochen, ich glaube in 2 Wochen, nach Fichtenberg fahren mit meinem Fahrwerk und wir werden das gemeinsam revidieren und gucken uns an, was kaputt ist. Weil auf der anderen Seite ist ja definitiv irgendwas nicht richtig, weil man ja das Ganze hier bewegen kann. War das hier? Nee, ne? Nee, hier war das nicht. Wartet mal, ich guck mal, ob ich das euch einmal schnell demonstrieren kann. Seht ihr das? Ich kann das halt so ganz leicht hochheben. Kann ich auf der anderen Seite nicht. Das heißt, irgendwas ist da drin auf jeden Fall nicht mehr ganz so richtig und es sieht ja auch relativ schäbig aus mittlerweile. Das muss man echt mal gut sauber machen. Deswegen werden wir das ausbauen. Hier da oben, guckt jetzt mal an den Schmuck. Ausbauen, revidieren. Des Weiteren fahre ich jetzt schon ein paar Jahre die Pro 5000. Komplett ohne Probleme, richtig geile Bremse. Aber damit das auch so bleibt, dachte ich mir, einmal revidieren schadet nicht. Einmal vielleicht neue Kolben rein, neue Dichtungen, einmal meine Sättel revidieren. Ich gucke, ob ich das selber machen kann. Ich glaube, da gibt es Reparatursätze für, weil das ist kein Hexenwerk. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt und sich damit beschäftigt, ist es wirklich kein Hexenwerk. Einmal hier die Schräublein neu machen, einmal richtig schön sauber machen und hätte ich eigentlich schon Bock drauf, das selber zu machen. Bremsen revidieren. Ja, was ich noch selber mache, boah, das Reden fällt mir voll anstrengend. Das Reden fällt mir voll anstrengend. Das Reden fällt mir voll schwer, weil ich so erkältet bin und immer durch den Mund einatmen muss und dann weitersprechen. Total dumm. Aber was willst du machen? Erkältung kickt rein. Was ich noch selber machen werde, ist Felgen pulvern, weil Marius hat mir angeboten, Tom, wenn du Bock drauf hast, kannst du die selber mal pulvern. Ich bereite dir die passend vor und dann pulverst du die. Da sage ich natürlich nicht nein, ne? Einmal selber pulvern ist eine geile Sache. Da werde ich noch ein paar Sachen abbauen hier und da, die ich da auf jeden Fall mitnehme zum Pulvern, weil ja, gerade an der Hinterachse, da sind einige Halter und so, die sind schon ein bisschen am Rosten. Ja, das Auto wird so alt, es rostet. Ja, und da müssen wir mal gucken, dass ich da ein paar mehr Teile noch mitnehme und wieder einmal ein bisschen was refreshen. Ja, und zu guter Letzt habe ich mir vorgenommen, dass ich meinen schönen Diffusor wieder dran baue, aber dieses Mal mit dem passenden Oberstück hier, was da noch zugehört, dass es rund ist, dass es gut aussieht. Aber Diffusor muss sein, ganz ehrlich, das hier ist so offen, guckt euch das mal an. Also hier gehört eigentlich was vor, das habe ich verloren. Also da nicht, da ist normal nicht so offen, aber auch hier so dieser, das was hier so, das fängt ja die Luft quasi, das fängt dir und staut sich hier oben. Das ist ja alles hier offen, guckt euch das mal an. Das ist ja alles nix, ne? Also da echt, Diffusor wäre schon geil, ein richtig schöner Diffusor. Mir reicht auch bis hierhin, so bis hierhin wird mir reichen, hier, irgendwo hier. Weil ganz ehrlich, hier vorne ist es okay, es ist nicht 100%, aber es ist okay. Ne, hier kann man zwar was drüber machen, sage ich euch, wie es ist, habe ich Angst, dass das zu heiß wird hier. Weil hier natürlich übelste Hitze ist und ich denke mir, das hat einen Grund, warum BMW das hier offen gelassen hat. Also wenn das jetzt total scheiße wäre, dann hätten die das zugemacht. Was man machen könnte, ist, man könnte hier vorne einen Lufteinlass machen, die Luft strömt da durch und geht hinten wieder raus, so dass es das kühlt. Aber da habe ich halt echt so ein bisschen Angst, dass das zu heiß wird und dass das deswegen eben alles hier offen ist, die ganze Abgasanlage. Oder es ist wegen, keine Ahnung, Verbauen, wegen irgendwelchen Gründen. Sagt ihr es mir. Ich denke einfach nur Hitze. Das ist so mein Punkt. Ja, ihr wisst jetzt, wie es weitergeht, was diesen Winter passieren wird. Es wird nicht so einen extremen Umbau geben wie letztes Jahr, aber auch Flügel hinten wird, denke ich mal, ganz cool. Felgenpulvern wird gut. Fahrwerk wird sehr interessant, wie das von innen aussieht und natürlich auch, wie die Bremse aussieht. Also doch ein paar interessante Sachen, finde ich, sind dabei. Ja, wir werden noch mal 1-2 Kilos suchen, schauen wir, ob wir da noch was finden. Und ja, mit meiner Front ist natürlich jetzt dumm gelaufen, aber toi toi toi, Glück im Unglück, sind es ja echt nur Splitter und Undertray. Hätte jetzt auch noch die Frontstoßstange oder viel schlimmer noch Kühler oder so sein können. So ist es wirklich Glück im Unglück, ist einfach alles noch mal gut gegangen. Ja, und in dem Sinne, Leute, gerne Kanal abonnieren, würde mich echt freuen. Dann bleibt ihr dran, nächstes Video seid ihr wieder dabei und ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten. Es ist jetzt heute Heiligabend, oder? Ja, ich glaube schon. Frohe Weihnachten an euch alle. Habt schöne Zeit mit eurer Familie. Man sieht ja manche Leute aus der Familie nicht so häufig im Jahr. Deswegen, auch wenn der eine oder andere vielleicht Familienfeier mit Oma oder Opa nicht mag, denkt immer dran, Leute. Ihr wisst nicht, wie oft oder wie häufig ihr eure Oma und Opa noch seht. Ich weiß, man schiebt das mal so weit in die Ferne, aber wenn es dann doch so ist, dann denkt man sich, naja, hätte man doch mal an Weihnachten noch ein bisschen mehr mit denen gequatscht. Ja, in dem Sinne, Leute, frohe Weihnachten, werden wir uns nicht mehr hören. Doch, wir hören uns noch, sonst würde ich euch jetzt ja schon einen guten Rutsch wünschen, aber wir werden uns noch hören. Und in dem Sinne, Leute, macht's gut. Ciao.